Drittens wächst das Mandat der G20 immer weiter und weiter und weiter. Als die G20 der Ansicht war, die kritische Phase der globalen Finanzkrise sei überstanden, übernahm sie noch weitere Mandate und versprach, Märkte zu reformieren, Arbeitsplätze zu schaffen, Korruption zu beenden und Infrastruktur zu finanzieren. Beim G20-Gipfel in China im September 2016 kündigte die Gruppe neue Mandate an, und zwar nachhaltige Entwicklungsziele zu fördern und Erderwärmung zu stoppen. Manche Initiativen der G20 sind widersprüchlich, wie etwa in Bezug auf Erderwärmung. Der G20 ist es nicht gelungen, Subventionen für fossile Brennstoffe abzuschaffen, was zu deren Übernutzung beiträgt. Gleichzeitig schaden solche Subventionen der Wettbewerbsfähigkeit erneuerbarer Energien. Außerdem empfiehlt die G20, alle verfügbaren Energiequellen zu nutzen, insbesondere Erdgas. Unter anderem in den Bereichen Energie und Klima bietet die Zivilgesellschaft der G20 Lösungen und Empfehlungen, wie sie ihre Mandate erfüllen kann. Manche Präsidentschaft der G20 schränkt die Zivilgesellschaft jedoch ein oder leistet gegenüber Bedenken der Bürger lediglich Lippenbekenntnisse. Viertens unternimmt die G20 nur winzige Schritte in Richtung nachhaltige Entwicklung. Oberste Priorität der G20 ist weltweites Wachstum. Um dies zu fördern, hat der chinesische G20-Gipfel die Allianz für globale Infrastruktur-Konnektivität ins Leben gerufen. Dieses Bündnis zielt auf eine Steigerung von Infrastrukturinvestitionen um jährlich 1 Billion $ auf insgesamt 3,7 Billionen Dollar jährlich ab. So würden Investitionen in Megaprojekte in Bereichen wie Energie, Verkehr und Wasser angekurbelt, insbesondere weil diese auch Handel zwischen Regionen und Kontinenten fördern. Falls dies nachhaltig gemacht wird, wird die Infrastruktur gedeihen. Wird es als Business as usual, also im alten Stil, angegangen, könnten solche Projekte kohlenstoffintensive Technologien auf lange Zeit fest verankern und die Erderwärmung beschleunigen. Dies wäre eine Katastrophe für den Planeten. Fünftens. Der Vorsitz Deutschlands 2017 kann etwas bewirken. Auf den chinesischen Vorsitz der G20 folgt nun Deutschland. Die Regierung Merkel bereitet derzeit den Gipfel der Staats- und Regierungschefs vom 7. bis 8. Juli 2017 in Hamburg vor. Als Vorsitzender der G20 kann Deutschland die Agenda und das Format der Gruppe gestalten. Damit bietet sich eine Gelegenheit, Führung zu beweisen, damit die G20 gewaltige Schritte in Richtung nachhaltige Entwicklung machen kann. Diese Ziele können nicht einfach nebenher verfolgt werden, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Sie müssen zentraler Bestandteil jeder Investitions- und Wachstumsstrategie der G20 sein. Der deutsche Vorsitz der G20 steht in der Pflicht, diese Ziele zu erreichen und so zu einer nachhaltigen Zukunft für den Planeten und seine Bewohner beizutragen. Drittens wächst das Mandat der G20 immer weiter und weiter und weiter. Als die G20 der Ansicht war, die kritische Phase der globalen Finanzkrise sei überstanden, übernahm sie noch weitere Mandate und versprach, Märkte zu reformieren, Arbeitsplätze zu schaffen, Korruption zu beenden und Infrastruktur zu finanzieren. Beim G20-Gipfel in China im September 2016 kündigte die Gruppe neue Mandate an, und zwar nachhaltige Entwicklungsziele zu fördern und Erderwärmung zu stoppen. Manche Initiativen der G20 sind widersprüchlich, wie etwa in Bezug auf Erderwärmung. Der G20 ist es nicht gelungen, Subventionen für fossile Brennstoffe abzuschaffen, was zu deren Übernutzung beiträgt. Gleichzeitig schaden solche Subventionen der Wettbewerbsfähigkeit erneuerbarer Energien. Außerdem empfiehlt die G20, alle verfügbaren Energiequellen zu nutzen, insbesondere Erdgas. Unter anderem in den Bereichen Energie und Klima bietet die Zivilgesellschaft der G20 Lösungen und Empfehlungen, wie sie ihre Mandate erfüllen kann. Manche Präsidentschaft der G20 schränkt die Zivilgesellschaft jedoch ein oder leistet gegenüber Bedenken der Bürger lediglich Lippenbekenntnisse. Viertens unternimmt die G20 nur winzige Schritte in Richtung nachhaltige Entwicklung. Oberste Priorität der G20 ist weltweites Wachstum. Um dies zu fördern, hat der chinesische G20-Gipfel die Allianz für globale Infrastruktur-Konnektivität ins Leben gerufen. Dieses Bündnis zielt auf eine Steigerung von Infrastrukturinvestitionen um jährlich 1 Billion $ auf insgesamt 3,7 Billionen $ jährlich ab.
So würden Investitionen in Megaprojekte in Bereichen wie Energie, Verkehr und Wasser angekurbelt, insbesondere weil diese auch Handel zwischen Regionen und Kontinenten fördern. Falls dies nachhaltig gemacht wird, wird die Infrastruktur gedeihen. Wird es als Business as usual, also im alten Stil, angegangen, könnten solche Projekte kohlenstoffintensive Technologien auf lange Zeit fest verankern und die Erderwärmung beschleunigen. Dies wäre eine Katastrophe für den Planeten. Fünftens. Der Vorsitz Deutschlands 2017 kann etwas bewirken. Auf den chinesischen Vorsitz der G20 folgt nun Deutschland. Die Regierung Merkel bereitet derzeit den Gipfel der Staats- und Regierungschefs vom 7. bis 8. Juli 2017 in Hamburg vor. Als Vorsitzender der G20 kann Deutschland die Agenda und das Format der Gruppe gestalten. Damit bietet sich eine Gelegenheit, Führung zu beweisen, damit die G20 gewaltige Schritte in Richtung nachhaltige Entwicklung machen kann. Diese Ziele können nicht einfach nebenher verfolgt werden, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Sie müssen zentraler Bestandteil jeder Investitions- und Wachstumsstrategie der G20 sein. Der deutsche Vorsitz der G20 steht in der Pflicht, diese Ziele zu erreichen und so zu einer nachhaltigen Zukunft für den Planeten und seine Bewohner beizutragen. Drittens wächst das Mandat der G20 immer weiter und weiter und weiter. Als die G20 der Ansicht war, die kritische Phase der globalen Finanzkrise sei überstanden, übernahm sie noch weitere Mandate und versprach, Märkte zu reformieren, Arbeitsplätze zu schaffen, Korruption zu beenden und Infrastruktur zu finanzieren. Beim G20-Gipfel in China im September 2016 kündigte die Gruppe neue Mandate an, und zwar nachhaltige Entwicklungsziele zu fördern und Erderwärmung zu stoppen. Manche Initiativen der G20 sind widersprüchlich, wie etwa in Bezug auf Erderwärmung. Der G20 ist es nicht gelungen, Subventionen für fossile Brennstoffe abzuschaffen, was zu deren Übernutzung beiträgt. Gleichzeitig schaden solche Subventionen der Wettbewerbsfähigkeit erneuerbarer Energien. Außerdem empfiehlt die G20, alle verfügbaren Energiequellen zu nutzen, insbesondere Erdgas. Unter anderem in den Bereichen Energie und Klima bietet die Zivilgesellschaft der G20 Lösungen und Empfehlungen, wie sie ihre Mandate erfüllen kann. Manche Präsidentschaft der G20 schränkt die Zivilgesellschaft jedoch ein, oder leistet gegenüber Bedenken der Bürger lediglich Lippenbekenntnisse. Viertens unternimmt die G20 nur winzige Schritte in Richtung nachhaltige Entwicklung. Oberste Priorität der G20 ist weltweites Wachstum. Um dies zu fördern, hat der chinesische G20-Gipfel die Allianz für globale Infrastrukturkonnektivität ins Leben gerufen. Dieses Bündnis zielt auf eine Steigerung von Infrastrukturinvestitionen um jährlich 1 Billion Dollar auf insgesamt 3,7 Billionen Dollar jährlich ab. So würden Investitionen in Megaprojekte in Bereichen wie Energie, Verkehr und Wasser angekurbelt, insbesondere weil diese auch Handel zwischen Regionen und Kontinenten fördern. Falls dies nachhaltig gemacht wird, wird die Infrastruktur gedeihen. Wird es als Business as usual, also im alten Stil, angegangen, könnten solche Projekte kohlenstoffintensive Technologien auf lange Zeit fest verankern und die Erderwärmung beschleunigen. Dies wäre eine Katastrophe für den Planeten. Fünftens. Der Vorsitz Deutschlands 2017 kann etwas bewirken. Auf den chinesischen Vorsitz der G20 folgt nun Deutschland. Die Regierung Merkel bereitet derzeit den Gipfel der Staats- und Regierungschefs vom 7. bis 8. Juli 2017 in Hamburg vor. Als Vorsitzender der G20 kann Deutschland die Agenda und das Format der Gruppe gestalten. Damit bietet sich eine Gelegenheit, Führung zu beweisen, damit die G20 gewaltige Schritte in Richtung nachhaltige Entwicklung machen kann. Diese Ziele können nicht einfach nebenher verfolgt werden, wie das in der Vergangenheit der Fall war. Sie müssen zentraler Bestandteil jeder Investitions- und Wachstumsstrategie der G20 sein. Der deutsche Vorsitz der G20 steht in der Pflicht, diese Ziele zu erreichen und so zu einer nachhaltigen Zukunft für den Planeten und seine Bewohner beizutragen.